Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu The Last of Us 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in der heutigen Episode. Wir haben die WLF gefunden. In der letzten Folge waren wir im Hotel, haben vielleicht Hinweise auf Tommy gefunden. Und dann sind wir eiskalt in den Hinterhalt geraten und haben leider unser Pferd verloren. Drücke beim Zielen um Pistolenschalldämpfer. Echt? Die kann man abschrauben? Ah. Aber ich lasse ihn jetzt mal drauf. 3 Schuss mit Schalldämpfer kann ich abfeuern, bis das Ding kaputt geht. Jetzt geht's weiter. Wir müssen hier rauskommen. Hier ist noch überall WLF unterwegs, glaube ich. Im nächsten. Noch höre ich nichts, aber bestimmt. Ist das dann eine Person oder einfach nur ein Schatten? Das ist die kaputte Scheibe, die aussieht, als wäre da ein Kopf. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in der heutigen Episode. Moin Moin an alle Unterstützer vom Let's Play. Und danke für den Daumen gestern und die Unterstützung bei den täglichen Videos. Ja. Woher kamen diese Schüsse? Weiß nicht. Durchsuch den Hof. Du, übernimm die Cafeteria. Ich bleibe hier. Okay. Einer geht in den Hof. Die geht hinten in die Cafeteria und sie bleibt hier in dem Bereich. Dann will ich mir doch die gerne als erstes schnappen. Wenn sie sich jetzt nicht umdreht, kriege ich die. Oh, der von drin kommt. Komm schon, schneller. Ruhe, sagt sie immer dabei. Ich glaube, jetzt schnappe ich mit denen in der Cafeteria. Wo geht er lang? Wir müssen ja den Schalldämpfer nicht benutzen und die Munition, wenn wir nicht müssen. Hm. Da hast du doch eben schon geguckt. Okay, er wird da um die Ecke kommen. Frage ist, wo er dann weitergeht, ob er hier hinkommt oder nach links geht. Oh, sehr schön. Sehr schön, mein Freund. Einer, der mitspielt. Nein, der von draußen sieht mich. Oh, Gott sei Dank. Hinter den Pfosten gerade gelegt. Der vom Hof, ey. Scheiße. Da oben. Mehr von ihnen. Nein, die kriegen Verstärkung. Jetzt sind insgesamt 4 im Hof. Ma. Komm ich doch gerade her. Medikit habe ich voll. Warte mal, dann benutze ich schnell mal eins. Damit ich das mitnehmen kann. Dann habe ich auch volles Leben. Okay, oh, einer kommt hier rein. Ja, solange es nur einer ist, ist schön. Ah, draußen steht gerade wieder einer. Mann. Scheiße! Ach du Scheiße! Scheiße! Jetzt, wo sie mich gesehen haben, brauche ich den Schalldämpfer nicht. Boah, wie die Waffe eiert. Munition. Na, guck mal, er sieht mich hier nicht. Scheiße, ich wollte mich anschleichen. Weil da gerade schön das hohe Gras war. Eine Dame ist auch noch hier hinten irgendwo. Oh, Dina ist das. Bring sie um. Oh, oh. Mann. Feigling! Erfunden! Oh, in den Hals geschossen. Im ersten Teil war das Ziel ein wenig einfacher. Ich hab's gesagt. Nicht nur Dina hat's gesagt, auch Tommy hat's gesagt. Du weißt ja nicht, wie viel das sind und wie gut die bewaffnet sind. Ist mir egal. Jeder hat dich gewarnt, dass es eine doofe Idee ist. Und ich sowieso.
Schlimm ist halt, dass sie Dina noch mit reinzieht, ey. Wenn der noch was zustößt, dann hat sie das zu verantworten, meiner Meinung nach. Hm. Oh cool, ich kann die Tür aufmachen. Geil. So wie es aussieht, brauche ich noch ein Medikit. Kann aber auch locker wieder eins bauen. Schalldämpfer habe ich noch. Puh. Leas Foto, Leas Notiz. Ach, das waren die Sachen, die sie bei dem Typen gefunden hat, ne? Bei dem Scar. Jordan Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurde dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. Haben sie den Scars genannt, weil er dann die Narbe hatte oder was? Ist die schwanger? Oh ja. Eine Hochschwangere. Das Foto von Lea. Eine Schwangere? Oh Gott. In Jackson war doch noch die Mel dabei. Mel ist ja auch schwanger. Aber die ist hier schon weiter fortgeschritten im Stadium. Erstmal noch Fettpillen mitnehmen hier. Dass da immer noch welche von oben runtergekommen sind, ey. Kriegen die jetzt mal Fettverstärkung noch. Okay, vielleicht mal öfters mal mit dem Revolver schießen, weil da ist hier echt noch viel Munition, die ich dafür finde. 6-Schuss-Trommel. So, jetzt müssen wir, glaube ich, da hochgehen, wo die hergekommen sind. Hier ist nichts mehr. Backstein habe ich voll. Kann ich noch was lernen für die Pillen? Nee. Reicht nicht. Ich bin auch immer so sparsam, was so Bomben und sowas angeht, weißt du? Wenn man eh gerade so viel davon hat, einfach mal benutzen zum Betäuben und alles Mögliche. Lieber eine Bombe benutzen, die man dann neu bauen kann und viel findet, als Munition, wo man nicht so viel von hat. Und dann lieber einen gezielten Nahkampfangriff dann machen. Wenn die betäubt sind. Seht ihr das mal an. Scheiß auf die Wolves. Klau ihr Zeug. Klar. Als würde ich hier was liegen lassen. Ich frage mich, wo sie uns hingebracht haben. Nein. Fuck, die kommen von oben. Ellie, runter. Hallo? Wo ist Adrians Patrouille? Sind nur 2? Hey, doch. Ihr 2! Scheiße. Die Eindringling ist weg. Es sind 3. Hast du was gesehen? Nein. Sichert das Dach. Ich suche hier drüben. Sicher, dass sie nicht auf der Straße ist? Habt ihr nachgesehen? Ja. Wie kommt sie da runter? Keine Ahnung. Wurde das gemeldet? Ja. Mike ist zum Capitol Hill. Er müsste jeden Moment mit den Typen zurück sein. Die Unterhaltung ist beendet. Wo sind denn alle? Warum höre ich die so schlecht? Ah, ich glaube, die kommt her und sucht jetzt die Tote. Hey! Wo ist sie denn? Die ist doch noch dahin. Alex? Hallo, sag was. Es kommt nicht alle hierher. Ja, okay. Sie schaut nach und er? Der steht da ganz schön doof jetzt. Weil ich komme hier nicht weg. Das ist Alex! Sie ist tot! Sei einfach still. Maggie? Du bist tot! Nein! Hey, ich wollte lautlosen Kill machen. Ja.
glaube, das war auch eine ganz nette Variante. Das überprüfen wir nicht. So, das Problem war nämlich, ich konnte nicht hier lang, weil er in diese Richtung geguckt hat und sie kam direkt von da. Hier unten sich hinzulegen, hier unten, hätte auch nichts gebracht, dann hätte er mich wahrscheinlich gesehen. Deswegen dachte ich, ich nehme sie einfach mal als Geisel. Puh. Einfach. Aber ab und zu muss man auch einfach mal ein bisschen improvisieren mit dem Ganzen hier. Achso, lag da nicht eben noch Revolvermunition da hinten? Ja, ne? Krieg doch die zwei Schuss wieder. Unten lag ja auch noch so viel. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal runter. Müsste jetzt auch schon wieder voll sein. Müssen wir auch rauf erstmal, ne? Was ist das denn da eigentlich? Ach, das ist so ein Spielzeug für Kinder, so ein Tretball an der Kette. Dann sind wir wahrscheinlich in der Schule gewesen. Macht auch Sinn von dem, was wir unten gesehen haben. Also. Die sind von hier gekommen, ne? Von oben. Wie geht's denn weiter? Hat Dina schon irgendwas gesehen? Ne. Ah, da ist eine Tür. Die habe ich nicht gecheckt. Und die ist offen. So, hier ist wieder mal ein bisschen ruhiger gerade. Ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, ey. Oh, Pillen. Funkgerät mit Notiz, okay. Tötet ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück. Bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Um die andere Frau zu finden. Meint die Ellie? Hätten sie da auch Frau geschrieben oder eher Mädchen? Das haben sie ja nicht eben erst geschrieben, oder? Oder das ist die Nachricht, um die andere Frau zu finden, weil Dina ja abgehauen war. Die ist ja vom Pferd runtergefallen und dann da weggerollt. Das könnte vielleicht dann passen. Also Dina finden. Das würde am meisten Sinn machen. Jetzt eine Werkbank, ey. Das wäre nochmal geil. So, ich habe doch so viele Pillen gerade wieder gekriegt. Jetzt, oh, 34. Na, fehlen noch 6 Stück. Ich dachte eben, das wäre eine voll geile Rollenklebeband hier. Noch eine weitere Tür. Tina ist auch da. Was ist hiermit? Ja, ja. Versuchen wir es. Gleich. Okay. Fuck. Gute Idee, Dina. Die Tür ist sowieso zu. Warte mal, die ist von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht von hier lang? Lauf. Das war auch schwer, das Ding. Da kommt noch Hallo? Mehr verstärkt. Mit Hunden! Zwei Hunde. Komm. Wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Ah, fuck. Ich glaube, wir hätten irgendwie anders zu dieser verschlossenen Tür noch hingehen können. Mist. Das hätte ich irgendwie. Wäre bestimmt noch ein anderer Weg zur Tür gewesen. Ich dachte, man kommt da aus dem Fenster raus und kann dann wieder rein und dann zur Tür. Mann! Oder die war einfach so verschlossen.
Weil bisher war es in diesem Spiel so, dass man alle verschlossenen Türen von der anderen Seite öffnen könnte. Vielleicht ging bei der es aber auch nicht gerade. Hoffen wir mal, dass es nicht ging. Weg da mit ihr! Ich wollte gerade aufnehmen. Komm schon. Die rennt mir einfach in den Weg. Ich bin fast runtergefallen. So, vor den Hunden muss ich echt aufpassen. Da ist dieses Versteckspiel nicht mehr ganz so einfach. Was ist das hier alles? Ein alter PC noch. Ah. Kratzbaum. Schön den PC noch am Fernseher angeschlossen. Nice. Habe ich auch. Hier gibt es aber auch echt viele Sachen zu finden, ne? Oh, Pillen. Leider keine 6. Mächtig viele Schrauben, aber auch. Sammelkarte. Okay. Ich glaube, die verschlossene Tür war nichts. Sollte uns einfach nur zeigen, dass wir da nicht weiter raus können. Cardio. Petro Rojas ist es. Intelligenz 60, 60, 60. Alles. Petro Rojas war ein Langstreckenläufer, der vom großen Sieg träumte, aber immer den kürzeren zog. Als Spark ihm grenzenlose Ausdauer anbot, wenn er sich als Versuchsperson für ihre neuen Velocitanium-Kunstherzen zur Verfügung stellte, willigte er sofort ein. Danach tauchte er unter. Heute ist er unter dem Namen Cardio bekannt und kann schneller und weiter laufen als jeder andere. Aus jeder andere steht da. Spark ist auf der Suche nach ihm, da sie ihre Experimente noch beenden wollen. Dazu müssen sie ihn allerdings erstmal kriegen. Held. Ganz schöner PC-Dude, der hier gewohnt hat, ne? Hier im Schlafzimmer hier mit dem Streamingplatz. 4 Monitore und dann im Wohnzimmer ja auch noch den PC hier an den fetten Fernseher angeschlossen. Wahrscheinlich die Wohnung vom Let's Player. Aber es fehlt die Konsole, ne? Dann ist er kein richtiger Gamer. Ohne Konsole ist man kein Gamer. So, also auf jeden Fall ein Uni- oder Schulgebäude oder alles, der ganze Komplex hier. Da war natürlich noch Kinderfahrräder. Fahrstuhl. Müsste eine Uni sein, weil die hier auch gewohnt haben. Die Studenten dann. PlayStation 3. Wir müssen zur Straße. Okay. Erstmal die Straße finden. Da ist eine Tür. Na, noch eine Klinge. Kann ich jetzt bald mal meine Nahkampfwaffe verbessern? Null Klingen. Warum? Was machen die mit den Klingen? Ich finde einfach 2 und so, und da wird mir immer noch angezeigt, ich habe keine. Klebeband. Auch hier wieder Doppelmonitore, ey. Hier haben nur Gamer gewohnt in der ganzen Anlage. Vielleicht ist es auch eine Technik-Uni oder so. Solange es weiterhin so viel Kram hier gibt, bin ich da voll zufrieden. Sechs Pillen. Okay, Update ist da. Hauen wir gleich mal rein hier. Wieder mal bei Schleichdingens Lauschmodus Klarheit. So. Nächstes kostet 50. Ich glaube, da
Nee, da ist doch keiner. Ich dachte, da war einer. Okay, sieht gut aus. Ja, scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan, Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen's rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Ihr wollt doch die Schwangere nehmen? Das übertreibt ja aber echt ein bisschen, ey. Okay. Was haben wir denn hier noch? Alles klar, Dina. Ich spring schon mal runter, ich komme gleich nach. Okay, so sind wir den mit den Hunden und so erstmal wieder entkommen. Aber wir haben schon mal gesehen, dass die jetzt antanzen und größere Geschütze auffahren. Wenn sie uns dann in Zukunft weiter suchen werden. Haben wir ja noch mal Glück gehabt. Dass wir jetzt noch nicht auf die Hunde treffen. Liegt da was? Nee. Alles klar? Ja. Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Ich vermisse das Pferd. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Hat Tommy gesagt, ja, ja. Halt die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an 2 vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Okay. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Jep. Das war also eine Schule mit Wohnungen. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Ihr habt doch viel zu wenig Informationen. Bleibt mal ruhig. Ich frage mich, ob in diesen Gebäuden noch irgendwas ist. Irgendwas ist dort immer. Ja. Und das sind viele Gebäude hier. Die ganzen Nebenstraßen noch. Ich muss, glaube ich, sowieso in die Richtung. Wobei, das geht... Nee, die Häuser waren doch anders. Oh, guck mal. So. Okay. Kennard S. G. Okay. Georgina Kennard. Wird von ihren Freunden Georgie genannt, ist eine brillante Anwältin, die dem Rechtsstaat fest verbunden ist. Sie ist die bekannteste Verteidigerin für Helden, die der Fahrlässigkeit, exzessiver Gewaltanwendung, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Gefährdung angeklagt werden. Ihr Ruf brachte jede Menge ungewollte Aufmerksamkeit mit sich, aber die meisten Kontrahenten sind klug genug, sie ungestört der Gerechtigkeit nachgehen zu lassen. Dafür sorgen schon ihr schwarzer Gürtel in Aikido und die gesamte Society of Champions in der Kurzwahl ihres Handys, Heldin. Ja, wie in der Serie The Boys, wo die Superhelden auch gerne mal wegen Sachbeschädigung angeklagt wurden. Immer noch keine neue Werkbank zu sehen. Guck mal, Küchenmaschine. Das sind noch mehr. So, es ist mal wieder viel Arbeit, hier die ganzen Häuser zu durchsuchen. Okay.
Aber jetzt ist es wieder so eben Action pur. Hart die ganzen Leute da gejagt. Ich will die Karte öffnen. Wenn es immer alles die gleiche Taste ist. Nur das eine musst du länger drücken. Wieso kann ich hier die Karte nicht öffnen? Aber wahrscheinlich haben wir für das Gebiet hier keine. Deswegen, weil das ja nicht mal das Zentrum ist. Ich wollte halt schauen, ob ich da hinten lang muss. Oder hier weitergehe. Da war ja auch noch die ganze... Also Richtung Schule da. Hinten war ja noch was. Sonst laufe ich hier gleich in eine Patrouille rein und dann habe ich wieder den Salat. Gucken wir kurz nochmal zurück, bevor ich hier zu weit in eine Richtung laufe und nicht wieder zurückkomme. Hier kannst du nirgends rein. Die haben da einen Swimmingpool. Da können wir rein. Cool. Da will ich auch nochmal reinschauen gleich auf jeden Fall. Und in der Schule war kurz fast schon da hier das Halloween-Festival am 25. Oktober. Schade, hätte ich gerne gesehen. Ich wäre als Klicker gegangen. Ah, hier geht's gar nicht lang. Die Richtung nach da war schon richtig. Warte mal, die Tür war offen. Ob da was drin ist im Auto? Nee. Da können wir noch durch. Sah bestimmt mal schöner aus hier. Wahrscheinlich so eine Poolanlage für alle, die hier, für alle Einwohner in der Gegend, die das dann so gemeinschaftlich nutzen können. Gucken, ob was gesagt wird, wenn ich reingehe. Ja. Dina, kommst du auch rein? Das Wasser ist toll. Ist voll dreckig. So, da haben wir eine Wohnung, die offen war. So, guck mal hier. Da ist der Pool. Wir sind jetzt hier. Hier bin ich dran vorbei, die Wand zu. Da konnte man nicht rein. Hier in dem Gebäude war ich drin. Jo, da war ich. Und dann bin ich hier lang gelatscht. Da war nichts mehr. Die Blutspur hier. Könnte länger da sein. Frisches Blut. Doch frisch. Bereit. Ich fand, so frisch sieht das gar nicht mehr aus. Ja, schon recht angetrocknet. Von einigen Sachen können wir echt viel mitnehmen, ne? Bevor da irgendwie voll angezeigt wird. Und von anderen Sachen eher wieder weniger. Puh, okay. Oben ist also irgendwas. Oh, oh. Da wurde irgendwas umgeworfen gerade. Alter! Huh. Wo kommt der plötzlich her? Hast du ihn? Jo. Ja. Shit. Oh, mein Herz rast. Ja. Meins auch. Baseballschläger. Jetzt kann ich meine Nahkampfwaffe umbauen, wird gerade angezeigt. Mache ich das mal. Die wird dann auch wieder... heil dadurch, ne? Ja, komplett wieder heil. Das ist auf jeden Fall besser, das Eisenrohr dann mit der Schere, als wenn ich den Baseballschläger genommen hätte. Okay. Nicht tauschen jetzt. Jetzt habe ich den ja verbessert.
Alles mitnehmen. Okay, Leute, wir sind hier mal wieder in einem ruhigeren Part, wo wir die ganzen Häuser hier nochmal ein bisschen durchsuchen können in der Siedlung. Neben der Schule. Von der WLF sind wir erstmal wieder weg. Ja, wurde ganz schön wieder viel rumgeballert, ey. Gut, dass wir die Hunde noch nicht ausschalten müssen und dort denen noch nicht begegnet sind. Ich werde hier das Haus auf jeden Fall nochmal weiter angucken. Man sieht jetzt da, wie die Schere ans Rohr gemeißelt hat, wollte ich gerade sagen. Geklebt hat, ganz cool. Detailmäßig auf jeden Fall top, das Spiel. Also, ich bin immer noch begeistert von dem Spiel, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wo die Geschichte einen hinführen wird, wie die Auflösung am Ende sein wird. Da will ich mich selbst natürlich auch nicht spoilern lassen und das alles selbst erleben. Ja, und sonst meine Spekulationen, die werde ich ja immer gerne hier mitteilen, was mir so durch den Kopf geht. Also, vielen Dank fürs Einschalten, lasst einen Daumen nach oben da und bis zur nächsten Folge von Last of Us 2. Ciao!